Okay, sie sind satt. Dann gehen wir mal kurz raus. Ihr wollt gelobt werden, könnt ihr gerne haben. Bitte nicht für Gaugamon irgendwas lernen. Leomon, Garurumon, Garurumon. Leomon oder Garurumon wären ja beides ziemlich cool, ne? Gaugamon will ich nicht haben, weil schon gehabt. Mal gucken. Ich glaube, ich habe noch gar keine Werte, ne? Garurumon 14.400, das wird nicht passieren. Für Leomon haben wir gar nichts. Ja, wir versuchen mal die TP zu kriegen, aber das wird nicht passieren. Habe ich 14.000 gesagt? Weil das war richtig, aber ich glaube, ich habe was anderes gesagt. Ja, 14.000 ist es auch. Warte, ist das 14.000 oder 1.400? 1.400 ist ein bisschen wenig, ne? 14.400. So wird ein Schuh draus. Ich war mir sicher, dass ich irgendwas mit 100 gesagt habe. Aber ich war mir nicht mehr sicher, was ich gesagt habe. Also den genauen Wortlaut okay, war ich mir nicht mehr sicher. Sleep well. Ja, wenn Gaumon digitiert, wird wahrscheinlich Rap-Leomon sterben. Weil ich nicht mehr davon ausgehe, dass er digitiert. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ach, ich habe vergessen, was zu holen. Okay, Landwirtschaftsfelder. Togemon und Gaugamon Sachen. Können wir hier das pflügen? Pflügen wir die Felder. Okay. Dann weiter im Text. Richtung Numemon erstmal. Ich habe so oft X gespammt. So. Ich kann auch nicht mehr so lange aufnehmen. Erstmal. Ich weiß, werde auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen aufnehmen. Ich weiß, dass ich heute Abend noch ein bisschen aufnehmen werde. Ob das dann wieder eine 4-Stunden-Aufnahme sein wird, weiß ich nicht, weil ich ja schon aufgenommen habe jetzt gerade. Deswegen, keine Ahnung, wie viel Bock ich heute habe. Warte, wir haben noch ein paar Sachen für Banjo-Leomon. 1250 Stärke, 1050 Ausdauer. Das könnten wir 7 Punkte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Dann schnell in Ausdauer und Stärke. Also Ausdauer wird trainiert, während die Stärke trainiert wird. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht wirklich reinhauen. Du machst TP. Stärke ist das Problem. Das jetzt zu trainieren. Bevor Grab Leomon stirbt. Let's get started. Wie viel Stärke brauchen wir nochmal? 1250. Die Ausdauer, die kommt natürlich von ganz alleine auf 1050. Alright. Ready? Stay focused. Okay. Nicht tot, nicht tot, nicht tot. Digitation. Digitation. Banjo Leomon wird es nicht werden, aber. Doch! Habe ich nicht mitgerechnet, um ehrlich zu sein. Zimmerstufe ist gestiegen. Gut. Jetzt haben wir ein Mega-Level. Und ein Rookie-Level. Ist ja wunderherrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die nochmal ausruhen mussten. Ich hab's einfach mal getan. Okay, gather up. Eat up. Ready to eat? Okay. Wie sind denn die Werte von Banjo Leomon? Meine Fresse. Du kannst auch nicht weiter digitieren, ne?
Ich habe mal gehört, dass es irgendwie noch ein Level über Mega geben soll, aber da weiß ich nichts von. Außer, dass ich das dann mal gehört habe. Du gehst weiterhin in deine MP. Ich denke mal, du kannst deinen Giga-Laser nicht mehr benutzen. Training time. Deswegen trainieren wir. Aber wir trainieren trotzdem die MP, weil das trotzdem immer ganz schön gesunken ist. Take this seriously. Denk mal, ich hoffe mal, die Werte für Garurumon, also für Garurumon, sind schon soweit so gut, dass ich nur die TP trainieren muss. Also was anderes mache ich gerade nicht. Alright, ready? Es ist so doof, ein Mega-Level zu haben und dann kein Mega-Level. Ein Ultra wäre ja noch okay. Das hat ja auch ganz gut geklappt mit Feigmann und Rap Leomon. Aber jetzt, also das ist ein bisschen doof. Alright, ready? TP und MP jeweils. Tough enough. Toilettengang. Ich habe jetzt so viele Folgen aufgenommen, dass ich jetzt am Überlegen bin, ob ich doch Shin Megami Tensei. Ich weiß, wenn ihr das hier seht, ist das schon alles passiert, weil ich nehme hier im Februar auf und ihr seht die Folgen im April, weil ich so viel im Voraus aufnehme, weil ich einfach Bock auf das Spiel habe. Das Problem ist, ich kann halt nicht über so eine Sachen reden, die zeitsensitiv sind, weil ist da schon alles passiert. Aber trotzdem will ich darüber reden. Weil das ist das Einzige, was mich gerade so interessiert. Also, ready to eat? Eat up. Okay, dann Rundgang, den allmorgendlichen. Also, Shin Megami Tensei 5 werde ich vielleicht doch weiter Let's Playen und keine Pause machen. Weil ich so viel voraus aufnehme, dass ich halt so einen Tag Shin Megami Tensei spiele und dann einen Tag vielleicht Digimon. Nee, wird wahrscheinlich nicht passieren. Weil ich Digimon jeden Tag spielen möchte, gerade so im Moment. Vielleicht wenn der Hype von 5 Jahre alt gespielt. Also dieses Digimon spielen wollen, dass das ein bisschen nachlässt, dann werde ich vielleicht immer einen Tag Shin Megami Tensei, einen Tag Digimon spielen. Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Final Fantasy X müsste dann auch bald irgendwann mal aufgenommen werden. Wenn ihr das hier seht, läuft's oder läuft's nicht, je nachdem, wie ich mich entscheide. Vielleicht mache ich auch nur ein Let's Play am Tag. Also ein Projekt. Erstmal nur durchläufig und nicht nur jeden Tag 3 Projekte. Okay, vielleicht wird das so passieren, vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie ich das handhaben werde. Okay, Digitationszeit. Du wärst kein Garurumon. Wenn du ein Gaugamon wärst, dann kotze ich aber im Strahl, weil das hatten wir schon. Togemon sage ich nicht nein. Okay. Guck ich mal zu, was du werden kannst, ob wir da irgendwie was schon wissen. Mamemon, Devimon und wahrscheinlich Lilimon. Okay, 600 Weisheit, 450 Geschwindigkeit, 30 Siege. Deine Werte sind ja nicht so geil. Aber nicht wirklich. Wie viel für Mamemon? Machen wir mal die 450 Geschwindigkeit und dann hören wir erstmal auf mit dem Training.
Die Geschwindigkeit dürften wir ja noch ziemlich schnell reinkriegen, weil das ja ziemlich einfach noch zu trainieren ist. Solange man ein Mega-Level und ein Champion-Level hat, dann ist das Champion-Level ziemlich einfach zu trainieren. Gutes Game-Design, um ehrlich zu sein. Also, dass du zwar... Das ist halt zwar doof, dass du zwei unterschiedliche hohe Digimon hast, aber dass das niedriger Level-Liga Digimon sich schneller trainieren lässt, ist einfach mega intelligent und gut gemacht. Also, das muss man den Entwicklern mal zugute halten. Als ob ich das Spiel nicht die ganze Zeit am Loben bin. ist halt wirklich gut gemacht. Alright. Ready? Dann machen wir noch ein bisschen Weisheit. Falls ich dann doch auf Lady Tevimon gehen sollte, dass wir da auch ein bisschen trainiert drin sind. Are you ready? So, jetzt habe ich sowohl für euch beide etwas fertig. Okay. Ihr seid ein bisschen außer Puste, da können wir uns mal kurz ausruhen. Ist es Mittag? Ja, ist es Mittag. Oder Nachmittag. Gehen wir kurz raus, wir gehen mal wieder rein, holen das von Kuwagamon. Und dann würde ich sagen, gehen wir... Ich habe nicht mehr so viel Zeit, habe ich gesagt. Aber wir gehen trotzdem mal kurz zum Cup. Und gehen zu Seadramon und geben die Fische ab. Das würde ich da machen wollen. Mamamon 30 Siege braucht, nehmen wir jeden Kampf mit, den wir sehen. Auch wenn die nicht so geil sind, die Kämpfe. Also so niedriglevelige Digimon. Dass Bancho-Leomon so mega groß ist, ist schon komisch. Ich meine, der ist ein Kopf größer, also ein Bancho-Leomon-Kopf größer als Takuto. Okay, ein bisschen mehr, zwei Köpfe größer. Aber dass er größer ist als Togemon, ist schon komisch, weil Togemon im Anime riesengroß war. Und hier scheint er halt nicht größer zu sein. Ich meine, die sind alle nicht so riesengroß wie im Anime. Zum Beispiel Tsudomon ist heiß und massiv. Also einfach so megamäßig groß. Und hier war es auch zwar groß, aber nicht so groß. Und Weigmon war dann noch ein Ticken größer. Ich will dann gar nicht wissen, wie Weigmon im Anime aussieht. Cool, ich habe vergessen, euch Sachen zu geben. There you go. You did it. Geben wir euch mal Angriffe, die nicht komplett Kotze sind. Aber erstmal nur. Lilidevimon, Lilimon. Wusste ich doch. Also war mir klar. Musste sein. Also was sollte da sonst hinkommen? Was haben wir denn für Sachen für Lilidevimon? Haben wir alles soweit fertig? Die Disziplin müsste ein bisschen sinken. Da gebe ich denen einfach ein paar Nüsse. Dann passt das schon. Dann wird das zu einem Lady Devimon. Damit bin ich auch zufrieden. Die anderen sind mir eigentlich ziemlich egal. Lady Devimon wäre halt cool. Fähigkeiten. Auch wenn ich keine Finsternis. Doch, ich habe Finsternis-Attacken. Du nimmst das hier gerne mal rein. Und dann bleibst du bei deiner Attacke. Du nimmst den Machtschlag da ganz schnell raus und machst dann. Nimmst das Biofeld. Verwurzeln wäre natürlich auch cool. Aber du hast nicht so die MP. Dann nimmst du das Biofeld. Biofeld, weil da Biogemüse wächst auf dem Feld. Ich musste den raushauen, weil ich dachte, der muss einfach raus. Auch wenn so doof das auch war und unlustig und alles. Ich dachte einfach mal, ich habe schon ewig keine schlechten Witze gemacht und ich dachte, der müsste einfach mal raus. Konnte ich nicht in mir halten.
Ich gehe zwar auf Lady Devimon, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir auch Marmimons Sachen gerne weitermachen würden. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch ein Ultra-Level kriegen. Übrigens hätte ich gerne auch Metall-Marmimon. Mal irgendwie so. Soll auch ein Ultra-Level sein, was ich nicht verstehe, weil Marmimon ist ein Ultra-Level und dann Metall-Marmimon auch. Und das Metall-Marmimon ein Mega-Level. Mittlerweile. Weil früher war es ein Ultra. Aber es haben sich auch Sachen geändert. Zum Beispiel Metall-Seedromon war früher auch mal ein Ultra-Level. Oder Machine-Dromon. Waren alles Ultra-Level. Was kein Mega-Level gab. Aber dann hat man sich entschieden, die einfach ein Mega-Level zu machen, weil so stark wahrscheinlich. Huch du. Ja, komm doch her. Kann ich die Nuss tragen? Schnelle Nuss. Ölige Nuss. Also die sind jetzt kein Problem. Wo ist das andere Digimon? Hier, komm mal her. Ach kacke. Bin halt gewohnt von Weigmon, dass die Eisattacke auf dem zweiten ist. Weil ich das gewohnt bin, ändere ich das mal schnell. Hier. Ich kann zweimal Hagelspeer machen, was ist denn das für eine dumme Entscheidung? Over here. Dass man das machen kann. It's chow time. You hungry? Ach, ich wollte dir noch ein paar Nüsse geben, damit deine Dinge schlechter werden. Deine Disziplin. Hier komm du auch noch. Ich wollte gegen zwei kämpfen. Ah, kämpfe ich auch. Viel zu einfach. Oh, hier ist Holz. Oder Metall? Metall. Langsam, aber sicher kommt das Limit der Vimon an mich ran. Ja, komm doch her. Oh, da sind zwei Limit der Vimon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, die MP sind richtig scheiße von Togemon. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut dabei für ein Champion-Level. Ja, die MP sind auf 3000 oder so ein Quatsch. Auf so ein Käse, ja, komm doch her. Komm doch her. Counting on you. Alright. Holz. Zack, zack, zack. Macht mal hinne. Ist eigentlich Banjo Leomon einfach so designt worden oder ist er tatsächlich eine Referenz an Jojo? Weil er sieht halt aus wie... Ich weiß nicht, welcher Jojo das ist. Ich guck die Serie nicht. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Heute geht es um die Hutwulpe. Steht für Intelligenz. Die schicke Blume sieht aus wie ein mehrfarbiger Hut. Partner... Freude und Weisheit erhöht. Kommt morgen wieder, wenn du in der Bla. Also das ist sehr uninteressant, was Auraumon da sagt. Ja, wie gesagt, ich habe die ersten zwei Folgen von JoJo's Bizarre Adventure geguckt. Und viele sagen so, die erste Staffel ist jetzt nicht die geilste und die zweite ist auch jetzt nicht so. Da halt, die späteren Staffeln sind halt viel besser und so. Das soll jetzt nicht heißen, dass die erste Staffel scheiße ist oder so. Soweit ich weiß. Aber mich hat es irgendwie nicht so gehuckt. So, alles und jeder sagt, das ist das geilste Ding seit geschnitten Brot. Der beste Anime von der Welt. Und
Dann kriegst du sowas serviert. Es war schon, also das war schon gut, vor allem das Intro fand ich ziemlich cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Es heißt auch, dass man die ersten zwei Staffeln so entweder weglassen sollte oder sich durchquälen soll. Durchquälen, in Anführungsstrichen. So schlecht ist das nicht, aber so ab der dritten Staffel soll es richtig gut werden. Die E-Mail. Ich brauche, ja. Ja, das weiß ich doch. Zum Glück kann man zu Seed Ramon auch latschen, ohne wirklich kämpfen zu müssen. Aber weiter als hier gehe ich nicht. Also auf die Schiffe gehe ich am besten nicht. Weil da kriege ich nur aufs Maul. Oh hey, hast du mir einen Digi-Setzling, einen Digi-Koi und einen Digi-Krustentier gefangen? Gekommen, Digi-Setzling, Digi-Krustentier und Digi-Koi. Du hast das Zeug übergeben. Spitze, diese munteren Kerlchen sind ein guter Bestand. Nun kann ich endlich den langen ersehnten Angelteich eröffnen. Ah genau, ich muss dir ja noch für die ganzen Fische danken. Hier, nimm. Du hast einen Federköder erhalten. Ein Angeltalent wie du kann diesen Schätzchen sicher gut gebrauchen. Komm vorbei, wenn ich meinen Angelteich in der Stadt aufgemacht habe. Auf dich warten allerlei Arten. Okay, Seedrama ist die Stadt gezogen. Oder sollte ich mal versuchen, so ein Argument schwarz zu machen? Oder was sagt... Ja, so... Das Spiel sagt mir, ich könnte ihn besiegen. Okay, ich muss auf Toilette. Dann kämpfen wir erstmal nicht. Ich muss sowieso so langsam Schluss machen, deswegen gehen wir schnell zum Autopiloten. Nehmen wir den Autopiloten, meine ich. Digimon ruft. Scheiße, ich wollte gerade auf die Toilette gehen. Du bist zurück, Herr Guter. Ich habe gute Neuigkeiten. Sweet Ramon ist auf Floatzen zurückgekehrt. Er arbeitet gerade schon an einer Angelroute. Du findest das wahrscheinlich im Unterhaltungsviertel. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 23. Langsam wird es besser. Koromon haben wir das Zeug schon geholt. Ja. Die war ein paar Mal fragen als gar nicht. Togemon? Okay. Togemon hängt irgendwo fest. Zum Glück ist das nicht so, dass das jetzt so lange wartet, bis Togemon gekommen wäre. Das wäre, glaube ich, dann nie passiert. Ihr wollt schlafen, könnt ihr gerne tun in der Trainingshalle. Hier. Das ist der Angelteich, der ist ja ganz schön riesig. Ach, ich muss ja gar nicht auf Toilette. Schlafenszeit. Time to say goodnight. Wieso gehe ich in die Trainingshalle? Ich hätte auch in Chijimos Haus gehen können, weil ich muss sowieso meinen täglichen Rundgang machen. Deswegen war das ziemlich dumm, hier hinzugehen. Okay. Du, gib mir Zeug. So, dann gehen wir noch nach Numemon und Koromon. Und dann trainieren wir noch ein bisschen, damit die Folge ein bisschen länger wird. Damit ich dann auch Feierabend machen kann für heute. Für jetzt. Also ich werde wahrscheinlich heute Abend noch ein bisschen aufnehmen. Ich muss direkt schneiden und rendern. Und damit das Rendern für heute Abend fertig ist, wenn ich aufnehmen will. Ja. So, wie gesagt, wir trainieren noch ein bisschen. Ich war am Überlegen. Haben wir denn noch irgendwie was für dich? Wir haben Geschwindigkeit 600. Die kriegen wir ja locker zusammen. Du machst weiterhin deine MP. Die sind eigentlich gut dabei. Genstärke. Damit du noch ein bisschen mehr reinhaust. Also 600 Geschwindigkeit kriegen wir locker hin. Also wir werden einen Lady Devilmon wahrscheinlich kriegen. Alright. Ready?
tough enough. Ich denke mal, alle Werte müssen so um die 600 sein, deswegen würde ich... Na, schon gut. Ich wollte gerade sagen, jeden Wert, der nicht über 600 ist, auf 600 bringen. Oder so rüber. Aber brauche ich gar nicht. Wie alt bist du? Du müsstest eigentlich bald digitieren. Ne, am 7. Tag digitierst du erst im Ultra-Level, also wird das ein bisschen dauern. Aber wir ruhen uns erstmal aus. Und dann gehe ich zu dem Togemon hier. Hey! Und dann gibt's lecker Fleischi. Für Pancho Leomon auf jeden Fall. Und du kriegst eine ölige Nuss. Ja gut. Die Disziplin muss nämlich ein bisschen runter. You hungry? 5 ölige Nüsse brauche ich, das weiß ich noch. Deswegen habe ich hier auch keine weitere gegeben. Außerdem bist du satt. Alright. Ready? Du machst mal deine MP. Nein, du nicht. Du machst deine Stärke weiterhin. Du machst deine MP, weil die echt lächerlich sind. Give this all you've got. Okay. Give this all you've got. Okay, here we go. Mist. 1 zu früh gedrückt. Toughen up. Okay, schnell schlafen gehen. Also ausruhen meine ich natürlich. Dann, ich weiß, ich bin so leise bei den bei dem Training. Das geht mir selber auf den Keks. Lady Devimon MP haben wir erhalten. Die trainieren wir sowieso gerade. Deswegen wäre es gut, auch das zu wissen, wie viel MP sie braucht. 6000, das war sowieso so ein bisschen mein Ziel. MP hier, du trainierst weiter in Stärke. Ich guck gerade mal nach, in welcher Generation wir überhaupt sind. Partner, Geschichte. Du bist in der 4. Generation, du auch. Ja, ich weiß, Futterzeit rastet mich aus. It's chow time. Here you go. Was gebe ich dir denn? Du hast Kratzgras. Here you go. Sind das auch die? Nein, sind es leider nicht. Dafür müsste ich, glaube ich, Nüsse geben. Damit, ja, damit die Disziplin sinkt. Take this seriously. Okay, die ist unter 39. Jetzt müssen wir noch die MP auf 6000 bringen. Dann kriegen wir schön einen Lady Devimon. Wie viele Tage lebst du schon? 6. Oder was sagt deine Geschichte? 4. Okay, ich verstehe das echt nicht. Du bist 6 Tage alt und da bist du 4 Tage alt. Ich habe da... echt keine Ahnung. Oder 4 Tage bist du Champion Level? Kann das sein? Wahrscheinlich. Weiter deine MP, weil die echt im Keller sind. Schlafenzeit. Ich glaube, ich trainiere noch so lange, bis hier digitiert wird. Und dann hören wir auf fürs Erste. Okay, es wird digitiert. Wenn du keine Lady Devimon wirst, dann weiß ich aber auch nicht. Also ganz ehrlich. What the fuck? Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht sauer oder so. Aber wie zur Hölle ist das denn jetzt passiert, bitte?
Training time. Wie sehen deine Werte aus? Eigentlich ganz okay, würde ich sagen. So groß sind sie jetzt auch nicht gestiegen. Teilweise. Ja. Wissen wir, was du werden kannst. Zu Sakuyamon, da brauchen wir 90 Bindungen, die haben wir anscheinend nicht. Und kein Trainingsversagen. Beziehungsweise unter 1. Heißt, einmal dürfen wir verkacken. Okay. Wie das hier aussieht, was das für ein Widerspruch ist. Einmal so ein riesiger Kerl mit riesigen Muskeln und dann so ein zartes kleines Mädchen daneben. Ja, dann würde ich sagen, war's das erstmal. Das muss ich unbedingt rausgehen. Wir können auch hier gerne aufhören. Ich speichere mal kurz. Mir geht das auf den Sack, dass man nur 3 Speicherstände machen kann. Aber ist es nicht so schlimm? Ich dachte halt, dass man mehr machen kann, weil es ist die PlayStation 5. Deswegen habe ich gedacht, man kann mehr machen, aber das geht anscheinend nicht. Speichern wir hier drüber für ein Safety Safe, damit ich aber auf der sicheren Seite bin. Falls die Aufnahme irgendwie, also die nächste Aufnahme irgendwie verkackt wird und ich nochmal machen muss. Aber am liebsten würde ich das alles nicht nochmal machen müssen, auch wenn die Aufnahme verkackt sein sollte. Ich gucke extra, ob die Aufnahme gerade läuft, weil ich kriege das nie im Leben hin, dass ich die gleichen Digimon rauskriege und dieselben Sachen mache wie in der vorigen Aufnahme. Also wenn ich die Aufnahme wiederholen müsste, würde ich nicht hinkriegen und da hätte ich auch keine Lust drauf. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen würde. Wahrscheinlich einfach, wenn die Aufnahme komplett Schrott ist oder gar nicht vorhanden oder so, also dass ich gar nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt habe oder so, dann würde ich halt komplett von vorne, also nicht komplett von vorne anfangen, sondern wirklich den letzten Spielstand nochmal laden und einfach weitermachen und versuchen, das so zu hinzukriegen. Aber dann, wenn es nicht klappt, dann halt klappt es nicht. Wenn ich nicht dieselben Digimon kriegen. Also falls dieser, falls das vorkommen sollte, dieser Vorfall, dass ich mal die Aufnahme komplett kaputt habe. So oft ist das nicht vorgekommen. Ich habe tatsächlich vor kurzem erst die Audioaufnahme verkackt von Shin Megami Tensei 5. Ist jetzt nicht so lange her, aber wenn ihr es seht, schon ein bisschen länger. Also für euch. Aber jetzt zur Aufnahme ist das nicht so lange her. Da habe ich einfach vergessen, das Mikrofon zu entmuten. Also das freizuschalten, dass ich meine Stimme aufnehmen kann. Das habe ich einfach vergessen. Und dann habe ich da 2 Stunden ins Mikrofon geredet und es wurde nicht aufgenommen. Was richtig scheiße war. Jetzt kann ich labern, jetzt wo ich aufhören will. Also ich beende jetzt auch, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.